Im September habe ich eine Aktion gestartet, in der ich mich jeden Monat auf eine Farbe konzentriere. Im Oktober war Blau dran. Für das farblich passende Verlosungspaket habe ich Sticker selbst gemacht. Die hier habe ich auf Aquarellpapier gemalt und dann auf Ducktape geklebt. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und die hier auf Stickerpapier gemalt. Ich habe hier auch noch einen Wasserfarbkasten selbst gemacht, einfach aus einer leeren Kaugummischachtel. Ist perfekt für unterwegs und außerdem sind da nur blaue Farben drin, passend zum Thema. Um bei der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr unter dem Post kommentieren. Diese Verlosung findet auf allen Plattformen statt. Deswegen habt ihr eine höhere Chance zu gewinnen, wenn ihr auf allen Plattformen kommentiert. Ich stecke natürlich in jedes dieser Päckchen super viel Liebe rein. Deswegen freue ich mich umso mehr, wenn einer von euch sich darüber freut. Ich habe auch noch so ein kleines Duftsäckchen mit Eukalyptus-Konfetti reingelegt. Ich hoffe, man riecht das, wenn man das Paket dann aufmacht. Ich habe noch so einen coolen Planer reingelegt mit passendem Zubehör, Crunchies, verschiedene Papiere, so ein Klemmerchen, Puffy Paint, meine selbstgemachten Sticker, einen blauen Pinsel und ein paar blaue Stifte durften natürlich auch nicht fehlen. Viel Glück!